Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich dachte mir, ich mache noch schnell ein Video, bevor der Kleine aufwacht. Ich habe gerade Sport gemacht. Und zwar wollte ich euch nur ein kurzes Update über das Stillen geben. Und zwar ist es so, dass meine Milch jetzt wieder mehr geworden ist. Ich habe eigentlich nichts verändert. Ich hatte weiterhin die Globuli genommen, diese Tabletten von Amazon und eben den Stilltee getrunken. Sonst habe ich eigentlich nichts geändert, nicht dass ich wüsste. Und ich habe dann gemerkt, dass er dann eben immer weniger von der Flasche wollte. Teilweise wollte er sie dann auch gar nicht mehr danach. Und dann hatte ich mal die Stillprobe gemacht. Und beim letzten Mal, als ich die gemacht hatte, war ja bestimmt schon 1,5 Wochen her, war es dann so, dass er so 30 Milliliter laut der Stillprobe getrunken hat. Und jetzt war es eben so, dass ich zweimal habe ich die Stillprobe gemacht. Einmal waren es 80 und einmal 100 Milliliter, die er demnach dann getrunken hat. Das war auf jeden Fall mehr. Ich habe es ja auch daran gemerkt, dass er dann eben öfters nicht mehr die Flasche wollte oder eben nur ganz wenig davon getrunken hat. Und jetzt lasse ich die Flasche auch komplett weg, dass er eben wieder das mehr anregt. Ich habe ihn auch jetzt gestern alle 2 Stunden angelegt, sodass es halt wieder gut in Schwung kommt. Und letzte Nacht war dann auch die erste Nacht, wo ihm das Stillen ausgereicht hat. Heute früh hat es dann leider nicht mehr gereicht. Da hat er dann wahrscheinlich zu wenig bekommen, weil er von der Nacht eben schon, sag ich mal, alles leer gesaugt hat. Und heute früh hat er dann noch mal ein bisschen was von der Flasche getrunken, weil ich kann ihn ja jetzt auch nicht immer hungern lassen. Aber ich versuche ihn eben tagsüber einfach öfters anzulegen, um das eben wieder schön in Schwung zu kriegen, um dann hoffentlich bald wieder ganz flaschenfrei zu sein. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich dran geblieben bin. Ich hatte zwischendurch schon gedacht, das hat sowieso alles keinen Sinn, ich will nicht mehr, das ist nervig, immer erst stillen, dann die Flasche machen und ob das überhaupt was bringt und so weiter. Und ich habe es jetzt aber durchgezogen und bin jetzt froh, dass nach fast, ja, dass nach guten 4 Wochen anscheinend wieder mehr Milch kommt. Woran das liegt, kann ich nicht sagen, ich wüsste es selber gern. Und ich halte euch weiter auf dem Laufenden und dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!